Soll es nicht grundsätzlich mit dem Auflösen von Wölstum da gehabt? Ich habe 2 Wochen vorher schon Kontakt mit Dominik gehabt. Ich habe es eigentlich offen lassen. Ich habe wirklich überlegt, ob ich schon vor der ganzen Bombe, was rausgekommen ist mit Wölst, ob ich herkomme. War echt super fair für Jermann natürlich auch, dass er mit den Sachen, was wir sich vorher eigentlich ausgemacht haben, grob einmal an die sich gehalten. Und war super zum Verhandeln mit ihm und bin echt dann jetzt eigentlich froh, dass ich da bin. Fürs Team selber ist, glaube ich, ganz ein großer Schritt. Speziell heuer, was mich dann auch sportlich zu der Überzeugung gebracht hat, dass man bei uns im Team brauchen, waren einfach seine Prologergebnisse. Das ist eigentlich trotzdem der Ricky, er fordert schon eine Zeit lang. In der Regel wird man ein wenig langsamer, aber der ist echt nur spritzig. Man sieht, dass er sich intensiv mit Training beschäftigt, dass er da auch viel umstellt, immer was Neues probiert. Und heuer hat sich das, glaube ich, ganz besonders bezahlt gemacht. Was jetzt erfahren, ob ich vorkommen, bleiben und so weiter, werden wir auf alle Fälle sehr, sehr stark sein. Ja, ich freue mich unglaublich, dass ich jetzt da wieder losstarten kann. Und wie gesagt, ich bin mit Dominik, haben wir jetzt auch in der Elite gemeinsam angefangen und jetzt zu ihm kommen, ist natürlich sensationell. Wenn man starke Fahrer hat, also speziell jetzt bergstarke Fahrer, ermöglicht es einfach viel Karten in den Rennen auszuspielen. Und Ricky ist unumstritten, glaube ich, bei den Rundfahrten jetzt im österreichischen Kontinentalbereich der Beste. Und ich glaube, wir werden recht viel Spaß haben mit ihm. Ich habe immer die Philosophie gehabt, Rennen, die was mir liegen, möchte ich schon auf alle Fälle auf mich fahren. Aber ich bin lang genug dabei und weiß, was ich kann oder was ich nicht kann. Und bei Rennen, die was ich mitfahren kann, bin ich immer Teamplayer gewesen. Ich mag das sehr gern. Andererseits war nicht wirklich ein Rennen für mich, aber was wirklich perfekt für mich ist, möchte ich natürlich auch einen guten Support haben. Aber ich glaube, das ist einfach ein Geben und Nehmen. Und ich möchte mich nicht jetzt als großer Captain hinstellen, sage ich jetzt einmal. Ich glaube, man muss als Mannschaft sehr, sehr gut fahren. Das haben wir die letzten Jahre einmal gut bewiesen. Man muss mannschaftlich sehr, sehr gut fahren und das ja wirklich gut aufteilen. Und dann hat man einen Erfolg mit dem Team auch.